drängt sich jetzt natürlich noch die Frage auf, welchen Beitrag denn die Regionen von sich aus leisten können, um Europa wieder fit zu machen für die Zukunft. Herr Beck, wo sehen Sie da Potenzial in Tschechien? Es scheint mir meiner Erfahrung nach, dass eigentlich auf der regionalen Ebene die Europapolitik praktiziert wird. Ich habe eine große Erfahrung mit EU-Fonds im Universitätsleben, im Innovationsbereich. Und auf der regionalen Ebene sind alle diese Aktivitäten mehr übersichtlich. Ich würde sagen, in Tschechien hat eigentlich die EU auf der regionalen Ebene bessere Position als auf der Ebene der Nationalregierung. Es funktioniert eigentlich besser auf der regionalen Ebene. Und ich bin persönlich überzeugt, dass die Idee von Europa von Regionen eine ganz attraktive Idee ist. Das finde ich als jemand, der aus Mähren kommt, aus einem Land, der nicht mehr existiert als Bayern oder Sachsen. Es existierte in der Geschichte. Es scheint mir noch immer eine Gelegenheit für eine Rolle von diesen Regionen im Europa. Also die regionale Ebene finde ich besonders wichtig. Daran können wir jetzt gleich anschließen mit Herrn Gotthardt. Gerade was die regionale Ebene angeht, gab es bei Ihnen auch ganz aktuell einen Erfolg zu verzeichnen? Ja, ich habe mich oder wir haben uns als Freie Wähler eingesetzt dafür, dass die Regionen eine stärkere Stimme haben müssen in der Zukunft, in der Zukunftskonferenz. Ursprünglich war geplant, den Regionen lediglich 2 Sitze von knapp 300 zu geben. Und da war unsere klare Antwort: Wir setzen aktuell ungefähr 70% der europäischen Gesetzgebung in den Regionen, in den Kommunen um, so wie es Mikuláš auch gesagt hat. Europa findet in den Regionen statt. Und da kann es nicht sein, dass eine Zukunftsdebatte geführt wird in Straßburg, an der dann zwar Europaabgeordnete zuhauf teilnehmen, Bundestagsabgeordnete, Kommissionsbeamte, also die ohnehin immer in Brüssel zusammensitzen, und die Regionen und Kommunen aber dann größtenteils außen vor bleiben. Und es ist gut zu sehen, dass wir Erfolg hatten mit der Initiative, die auch mitgetragen worden ist vom Präsidenten des Europäischen Ausschusses der Regionen, wo zuerst 2 vorgesehen waren. Es sind jetzt 18 Mitglieder der Regionen, die in der Konferenz reden dürfen. Ich gebe zu, es hätten noch mehr sein können aus meiner Sicht, aber ich glaube, dass eine Verzehnfachung der Sitze sich durchaus sehen lassen kann. Und jetzt geht es darum, eben diesen Einfluss zu nutzen, um diesem Europa der Regionen auch ein Gesicht zu geben und die Rolle der Regionen festzuschreiben und zu stärken. Dann springen wir noch einmal nach Salzburg, nach Österreich. Herr Dr. Huber, wie sieht es bei Ihnen aus in Österreich? Wo sehen Sie da noch Potenzial, was hier lokal, regional getan werden kann, um die Europäische Union zu stärken? Ja, also die Zusammenarbeit in den Regionen ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Es geht hier um Dialog, es geht um Austausch, es geht um Vernetzung und es geht vor allem auch um Zusammenarbeit. Und ganz wichtig ist für mich, das haben die Vorredner mir auch schon bestätigt, dass die Regionen hier zusammenarbeiten müssen. Wir haben hier in Salzburg eine Euregio, die nennt sich Salzburg-Berchtesgadener Land-Traunstein. Das ist, wenn Sie so wollen, ein Raum, der hat sicher 1 Million Einwohner. Und hier ist es wichtig, dass wir in ganz vielen Lebensbereichen, ob das jetzt Tourismus ist, ob das Verkehr, Kultur, Wirtschaft, Bildung ist, dass wir hier zusammenarbeiten. Ich empfinde uns beide Länder, also Bayern und Salzburg, wie Freunde im Herzen Europas. Das ist jetzt so eine Anlehnung, die ich mir beim Tobias genommen habe. Wir sind ein gemeinsamer Wirtschafts- und Lebensraum.
Ich darf das vielleicht auch ein bisschen sozusagen unterfüttern, wenn wir uns überlegen, wie das Verhältnis der Pendler sind. Es gibt etwa, nur als Beispiel, 1000 oder etwas mehr als 1000 Salzburger, die in den deutschen Raum auspendeln, und auf der anderen Seite sind es etwa 4000 Bayern, die nach Salzburg kommen. Und das zeigt ganz deutlich, wie wichtig es ist, dass wir hier weiterhin gut zusammenarbeiten. Und in dem Sinn muss auch die Euregio weiter darauf hinweisen, welchen Mehrwert wir haben, dass wir hier in diesem gemeinsamen Raum leben. Und wir müssen natürlich auch auf die Benefits hinweisen. Der Mittler Speck hat gesagt, er fährt 4 bis 5 Stunden nach München, ja. In Salzburg ist es zum Beispiel so, dass die Bahnverbindung nach Bayern ausgebaut wurde, also konkret mit 73 Millionen Euro wurde zum Beispiel die Verbindung nach Freilassing modernisiert und ausgebaut, sodass man hier schneller nach Deutschland kommt. Das sind Dinge, die wären ohne EU nicht möglich, und ich werde nicht müde, ständig darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, dass wir auf der einen Seite regional, aber natürlich auch gesamteuropäisch hier den Verkehr denken und an Lösungen arbeiten. Die Menschen werden wahrscheinlich das Regionale eher wahrnehmen als das gesamteuropäische, und beide Dinge müssen wir im Blick behalten. Es sind ja auch dann solche Kleinigkeiten im Alltag, die dann wirklich ja dem einzelnen Bürger oder der einzelnen Bürgerin auffallen. Ich denke jetzt halt bei dem Beispiel, über das Sie gesprochen haben, dran, dass man ja zum Beispiel mit dem Bayern-Ticket auch bis nach Salzburg fahren kann. Es wären dann also solche Lösungen auch für weitere Grenzen oder weitere Grenzgebiete dann wünschenswert. Ja, Sie sagen es ganz genau. Das Bayern-Ticket geht natürlich vice versa, sozusagen auch für uns Österreicher. Wenn ich mir denke, ich wäre heute in den Zug gestiegen und wäre in knapp oder nicht einmal 2 Stunden in München gewesen, und nach einer interessanten Diskussionsrunde wäre man gemütlich wieder in den Zug gestiegen und wäre zurückgekommen. Da leben wir natürlich schon im Vorteil mit unseren Nachbarn in Bayern, Mittelspeck. Da wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, dass er so quasi auf einen Opernbesuch nach München kommt und am gleichen Abend dann wieder zurück ist. Das geht bei uns, aber da haben wir natürlich auch den Vorteil sozusagen der Nähe. Aber das sind die Dinge, die Europa auch lebenswert machen, und da müssen wir auch dranbleiben. Naja, dann halt muss ich nach Wien fahren in die Oper, um es zu schaffen, zurück am Abend. Ja, oder wir schaffen den Wasserstoffzug nach Prag, Mikuláš. Dann geht's auch schneller.